reicht ja, dass ich das schon weiß, aber sagen wir es so, diese optionalen Bosse, sagen wir, ohne Strategie-Guides gelesen zu haben, hat man da oft nicht so unbedingt die Chance. Und ich wollte mich hier jetzt auch nicht durchsterben. Ich wollte das eigentlich recht smooth regeln. Und bisher klappt das ja auch ganz gut. Komm da runter. Der stürzt sich dann immer so runter. Das machen die immer. Das nervt total. Weil, vor allem, weil die da eine halbe Ewigkeit da oben bleiben. Ah, jemand hat ihn getroffen. Fein. Brav gemacht. Schön. Ich frage mich, wie viel HP Sora insgesamt haben kann. Ich meine, erreicht die Leiste irgendwann mal, was weiß ich was? Da hinten irgendwie? Schattenquasar. Oh, unendlich viele. Oder unendlich, halt unbekannte Anzahl viele. Unendlich ist ein bisschen übertrieben. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich hatte mich drüber gefreut, als die noch, als ich die noch besiegt habe, wegen diesen Items. Da muss ich da ganz viele von jagen und die waren ziemlich geizig mit den Items. Diese hier und die Defender, die waren wahnsinnig geizig. Die Wyverns und die Wizards gingen eigentlich. Also da hatte ich beides als erstes und ich habe auch heute noch viel mehr, als ich davon eigentlich brauche. Weil ich habe dann einfach immer alle Gegner aus dem Weg geräumt, die mir in die Quere kamen und dadurch habe ich dann noch mehr Sachen gedroppt von eigentlich von Items, die ich überhaupt nicht mehr brauchte. So. Ich dachte mir, zu viel schadet wohl auch nicht. Vielleicht will ich ja irgendwann nochmal was extra schmieden, weil da irgendwie ein tolles Accessoire bei ist, das ich unbedingt normal haben will oder noch dreimal. Okay. Okay. Platz 15 sind wir schon. Weg mit euch. So, hat noch geklappt. Fein. Los, weiter. Ich bin gerade so im Run. Ich will das jetzt schaffen. Ich hoffe, ich schaffe das. Ah, ein Victor. In Victor. Das hört sich total bescheuert an. Autsch. Die nerven auch auf Dauer ziemlich. Rechtzeitig Pierre. Huch. Oh, ich habe Aero angewendet. Das wollte ich gar nicht. Upsala. Ja, das wird auch immer empfohlen, von wegen Aero sollte man anwenden, weil das, also es macht ja weniger, dann kriegt man weniger Damage und so, aber ehrlich gesagt, bisher, war das nicht unbedingt notwendig. Oh je. So viele! Wow. Voll ins Feuer gerannt. Nummer 1 ist down, Nummer 2 ist down, Nummer 3 haut mir in die Fresse. Nummer 3 ist jetzt aber auch down und da ist noch Nummer 4. Ist auch down und Nummer 5 fliegt hier noch so in der Gegend rum. Und ist jetzt auch down. Richtig? Richtig. Schick! Oh yeah. Defendor. Oh Gott, gleich 3 Stück. Obwohl, oh Gott, ist das nicht. In Traverse gibt es auch eine Stelle, wo 3 auf einmal kommen. Insofern ist das eigentlich nicht wirklich ein Problem. Vor allen Dingen merke ich, seit ich noch ein paar Level aufgestiegen bin und jetzt auch diese ultimative Waffe habe, tut mir das nicht mehr wirklich weh. Also gut, sie machen noch gut Damage, aber sagen wir, ich mache ihnen deutlich mehr Damage als sie mir. Ach ja, es geht so smooth. Das finde ich total toll gerade. Sonst fehle ich immer so total ab bei diesen Sachen. Und diesmal war ich zugegeben, da war es noch ziemlich fleißig. So, gehst weg. Frag dich gerade, halten die weniger aus als die normalen Monster? Oder liegt das momentan einfach nur daran, dass ich diese Ultimate-Waffe habe. Ich kann das gerade nicht ganz einschätzen, wie viel Damage das jetzt mehr macht. Also es macht eigentlich nur einen Angriffspunkt mehr aus. Und halt 3 MP-Punkte, was halt doch ziemlich geil ist, aber... Eigentlich nur einen? Oh. Hey, hallo, wie geht's, wie steht's? Moment, Zeit gestanden. Hartes Herr über die Toten. Ey, weißt du was? Hab Platz für mich.
Unterwelt! Oh. Hi. Nimm das. War klar, dass man gegen ihn kämpfen muss, oder? Autsch. Ja, vielleicht sollte man in diesem Modus nicht zu nahe kommen. Ach ja, ja, seine erste Leiste, die geht nicht wirklich weg. Das stand auch irgendwo, dass der so eine Verteidigung hat. Der hat irgendwie so ein Schild und den muss man erst brechen, bevor man irgendwas merkt hier sozusagen. Wow, der steht ja hinter mir. Hi! Oh Gott, der rote Modus ist schlecht! Okay, irgendwie jemand hatte gesagt, wenn man sich in der Ecke stellt, dann ist die Chance relativ hoch, dass er einen immer verfehlt. Man sollte sich in dem roten Modus aber nach Möglichkeit von ihm fernhalten, weil er ziemlich imbar ist. Deswegen, jetzt macht er, glaube ich, wieder dieses, genau. Aua. Das zum Thema in der Ecke trifft er nicht. Ja, genau. Wow, 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 wow. Wir chillen jetzt mal ein bisschen ab, ja? Hades? Jetzt macht er das wieder, ne? Ja. Wow, wow, wow. Er teilt sich in die Richtung. Und ich bin zu lahm! So, jetzt geht er aber hoch runter. Allmählich. Ich schätze, wir haben jetzt sein Schild geknackt. Erfreulicherweise. Im blauen Modus ist er nicht so dermaßen imbar. Insofern ist das eigentlich ganz okay. In dem Sinne hauen wir jetzt auch einfach mal auf die Fresse. Autsch. Und kriegen auch auf die Fresse gehauen und heilen uns vor allen Dingen auch mal! Hilfe, Hilfe, Hilfe. So. Oh, oh, ich glaube, da geht er ab. Wow, 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 wow. Falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Ah ja, das geht auch. Das stand auch irgendwo. Heilen. Dass man auch, wenn man richtiges Timing hat, kann man auch unter diesen Dingern entlang rollen. Das ging ja auch gut, ich sehe nichts. Hoffentlich steht er nicht neben mir. Nein, tut er nicht. Braves etwas. Mach das nicht, aua. Lass mich in Ruhe. Bitte, Hades. Er macht das schon wieder. Autsch. Ja, es klappt nicht. Heilen. Weggehen. Heilen. Nichts sehen. Hörst du mal auf damit? Jetzt entspann dich mal. Chill out. Junge. Kumpel. Hör mal auf damit. Ah, das hat geklappt. Das hat auch geklappt. Ha, ha. Das hat nicht geklappt. Heilen. Treffen. Nein, 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 nein. Wow, wow, wow. Ich sehe mich nicht. Jetzt chill out, Junge. Bist du mal wieder blau? Also blau im Sinne von seine Frisur blau. Der kriegt halt gerade einen halben Wutanfall. Ah. Mach dich fertig. Komm her, Hades. Okay, er hat gerade wieder seine Feuerhände. Das ist vielleicht nicht so praktisch. Aua. Nein, 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 nein. Oh, das habe ich nicht gesehen. Ah, dass er jetzt gerade abgeht. Autsch. Ohne diese Vigra-Attacke wäre ich aber sowas von am Arsch. Oh mein Gott! Es kommt, es kommt, es kommt! Nein, 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 nein! Lass mich in Ruhe! Nimm die anderen! Nimm die anderen! Die anderen! Nicht mich! Ich bin die einzige wichtige Person in diesem Kampf. Wenn ich sterbe, ist es vorbei! Genau. Krieg lieber wieder einen Anfall, weil die anderen nerven. Genau. Und jetzt ist mir auch egal, was du tust. Solange du nicht in meine Richtung kommst. Bleib bloß weg von mir. Ich helfe euch. Also so aus der Ferne. Ich heile ein bisschen. Oh, er ist wieder blau. Schlag ihn! Er ist gleich tot! Stirb! Okay. Das war alles. Was macht ihr da? Stopp, ey, Leute. Drückt mir von der Pelle, ja? Also bitte, bitte. Aua.
Die Kraft des Sterne erhalten. Gravita hat sich zu Gravitas Ansinnenbericht 8 erhalten. Der Ansinnenbericht ist übrigens wichtig für das Secret Ending, nur mal so. Habe ich, glaube ich, im letzten Part auch schon mal gesagt. Oder im vorletzten, oder ich habe auch keine Ahnung. Irgendwann in der letzten Aufnahmesession auf jeden Fall. Puh, ich bin noch total... Wow. Okay, das war gerade hart, also... Vor allen Dingen, weil ungefähr die Hälfte der Strategien, die ich gelesen habe, nicht funktioniert hat. Vor allen Dingen gegen dieses Drehding. Dem Ding auszuweichen ist einigermaßen schwer. Ich bin ganz froh über meinen hohen Level. Und meine vielen HP. Und auch sonst alles. Oh. Donald, erhol dich mal ein bisschen. Aber MP-Probleme habe ich echt gar keine. Das ist sehr gut zu wissen, auch für die anderen optionalen Bosse. Goofy, du bringst es. Du bist praktisch. Braver Junge. So. Oh Gott. So. Aua. Das war der blöde Magier da hinten. Die machen diese blöde Attacke ständig. Genauso wie sie sich ständig teleportieren. Okay. Was mich immer noch irritiert, warum ist Hades eigentlich nicht der Endgegner dieses Cups? Ich meine, das ist ja der Hades-Cup. Beim Herkules-Cup war ja der Endgegner auch Hades. Herkules, Entschuldigung. Ich war gerade ein bisschen durcheinander von diesem unsichtbaren Gedingse. Hier. Ich hau einfach mal weiter drauf. Heilen. Wir wollen jetzt nicht gegen normale Gegner verrecken, das wäre noch schöner. Okay, der eine war mal ein Boss, aber es ist jetzt so lange her, das ist jetzt nicht mehr so schwer. Bam. Jetzt geh halt sterben. Achso, der ist schon tot. Nee, doch noch nicht. Hallo? Wieso ist der... Wieso steht der nicht? Weil da noch ein anderer ist? Weil der da noch ist, oder? Dann mache ich halt erst den, aber ist mir auch egal, den ich zuerst mache. Hauptsache, ihr stirbt. Hä? Wieso geht der nicht tot? Der andere ging doch auch einfach so tot. Ich bin jetzt gefühlt tausendmal von allen Seiten getroffen. Ich wusste mich so nicht. Hä? Kann man das gerade noch jemand erklären? Jetzt wird er wieder unsichtbar. Ist er vielleicht unverwundbar, wenn er sichtbar ist? Wenn das irgendjemand versteht, kann er es mir ja erklären. Ich habe es jetzt gerade nicht gepeilt, aber hey. Hauptsache, es ist tot. Das ist letztlich auch alles, was zählt, richtig? So. Puffungis, hi. Ach, ist mir jetzt auch egal. Ich habe jetzt leider keine MP zu verschwenden. Entschuldigung, Leute. Auch wenn ich euch sonst echt gerne mag, weil ihr habt mir Freudentau gegeben. Und Freudentau, das braucht ich dringend. Aber hey, haben wir jetzt gerade keine Zeit zu. Denn wir sind busy. Und zwar... Oh, Schattenlurch und Schattenquasar. Und zwar unendlich viele. Oder eher unbekannte Menge. So. Ach ja, ich würde gerne. Komm schon. Ich bin gerade so in einem Run. Ich... Hau gerade gnadenlos einfach alles tot. Deswegen, jetzt wo ich wohl gerade noch alles so gut läuft, hätte ich gerne den letzten Boss, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass noch einer kommt, weil wir sind jetzt 5. Dann kommt wahrscheinlich jetzt ein einzelner Boss und das war's dann. Und dann... Wer ist das? Blöderweise kann ich mich nicht im geringsten daran erinnern, was im Strategieguide zu diesem Boss stand. Ja. Ist unpraktisch.
Haut rein, die Gemiragen. Und Karma. Oh, zwei davon. Hauptsache, die machen jetzt nicht solche Probleme wie der letzte. Nein, prinzipiell habe ich ja nichts gegen die Viecher. Mein Gott, man sieht sie nicht, das ist ein bisschen unpraktisch, aber. Prinzipiell kann man da gut draufhauen. So, der eine ist tot. Der zweite steht hier drüben. Was mir auch einfällt, das war total schwachsinnig, dass ich Charmeur überhaupt anziehe, weil der lässt, die lassen hier ja überhaupt keine Dinge ins Fallen. Keine. So, geh weg. Hey, der lebt noch. Keine. Willst du jetzt endlich sterben? Dankeschön. Schon wieder ein Level ab. Keine HP- und MP-Kugeln und sowas. Die lassen sowas ja gar nicht fallen. So. Puh. Schön. Jetzt kommt... Oh Gott. Wyvern, Schwarzmagier und Defendor. Oh Gott, eine unbekannte Menge Defendor. Toll. Da stehe ich drauf. Diese, oh nee, diese doofe Attacke. Ich frage mich, ob man da mit Magie durch kann. Bisher habe ich es ehrlich gesagt nie wirklich probiert, weil ich dann meistens einfach einen anderen Gegner genommen habe und gewartet habe, bis es vorbei ist. So, nein, du fliegst bitte jetzt nicht. Natürlich fliegt er hoch. Dann nehmen wir halt den. Den. Ist der Defender schon tot? Oh. Da kommen noch mehr. So, weg mit dir. Oh, Luftkombo plus erlernt. Schade, dass ich das gerade nicht anziehen kann. Das wäre praktisch, wenn ich das könnte. Aber kann ich nicht. Also machen wir das... Können wir das schon mal für den nächsten Boss oder eher die nächsten Bosse einplanen. Oh Gott, das ist der letzte Kampf, glaube ich, bevor die richtige Kacke losgeht, sozusagen. Also der letzte Kampf. Ich gehe erstmal davon aus, dass das der übelste wird. Mein Hades war schon ernst zu nehmen, vor allem seine Attacken waren nicht ganz witzig. Sagen wir, mit seinem Damage konnte ich noch leben, also ich lebe noch. Aber, ja, so der Rest. Och, hey. Boah, ja. Vor allem dieser Feuerkreisel war klasse. Da habe ich total drauf gestanden. Hat man auch gemerkt, ne? So. Geh weg. Komm. Ernsthaft jetzt. Ich glaube, dem Ding kann man insofern ausweichen, wenn man... Ich glaube, wenn man hochspringt, bleibt das Ding oben oder so im Kack. Wenigstens bilde ich mir ein, dass ich vorhin mal so ausgewichen war. Heilen. Oh, das war's doch gar nicht. Ach so. Dann vielleicht auch noch nicht. Oh yeah. Das macht mich gerade ein bisschen nervös. Ups. Ja, guck. Mit Springen kann man dem Ding prinzipiell ausweichen. Es sei denn, man ist schon in der Luft und kann nicht springen. Das ist dann natürlich unpraktisch. So. Schön.